Guten Morgen. Dieses T-Shirt hier ist selbst bemalt. Ich wollte das nur mal deutlich für alle sagen, die immer wieder fragen: Hey, wo kannst du das T-Shirt kaufen oder wo hast du das T-Shirt her? Ist natürlich selbst bemalt, weil es ja mein Logo drauf ist, was ich halt selbst entworfen habe, beziehungsweise das ist eigentlich nicht korrekt. Ich habe es in Auftrag gegeben zu entwerfen, diesen Baum, und die Schrift, die habe ich selber gemacht. Und ja, und das sozusagen, das habe ich mir dann einfach, ja, drauf gemalt. Aber es ehrt und freut mich natürlich, dass die Leute sagen, dieses T-Shirt auch gerne haben möchten. Denn ja, ich selber trage das total gerne und es erinnert mich, gewisse neurologische Netze werden sozusagen dann aktiviert, wenn ich dieses T-Shirt anhabe, gerade was Bewusstheit oder so angeht. Und von daher, ja, wie ich das gemacht habe, ich habe einfach dieses Logo mit einem Stift mit Textilfarbe ja, einfach drauf gemacht. Und das T-Shirt, das habe ich damals, falls jemand den Schnitt irgendwie besonders toll findet oder sowas, das habe ich in einem Shop gekauft, und also einen spirituellen Laden, und dann habe ich mir das einfach hier drauf gemalt. Und ich habe das damals auch bei Facebook gepostet und wer mich da noch nicht verfolgt, da poste ich hin und wieder mal so Fotos oder sowas, der kann das unten in der Infobox nachholen. Mittlerweile poste ich auch einiges nur auf Facebook, weil es halt einfach so ist, dass YouTube auf Zeit verzögert. Ja, sendet. Mittlerweile gar nicht mehr so zeitverzögert durch das Rainbow, aber so ungefähr eine Woche ist es jetzt zeitverzögert. Und auf Facebook kommt häufig einfach so aktuelle Sachen, die mich da irgendwie beschäftigen. So, jetzt kam eben die Frage auf, wo man sowas kaufen kann. Und ja, also wenn ich cleverer gewesen wäre, dann hätte ich mein Logo irgendwo auf ein billiges Shirt drauf gedruckt und dann jetzt euch den Link einfach präsentiert, wo ihr eben das War Spirit Logo dann eben kaufen könnt. Und ja, das BWL-Studium scheint sich also nicht ausgezahlt zu haben. Aber vielleicht mache ich das noch, wenn ich 100.000 Abonnenten oder sowas habe und dann einen eigenen Shop mit eigenen T-Shirts und so weiter. Und ja, passen dazu natürlich dann auch Autogrammkarten, und das kommt dann, das ganze Merchandising-Programm, das kommt dann irgendwann sozusagen. Im Ernst. Ich verstehe, dass man gerne in den Schuhen von anderen laufen möchte. Und ja, und das dann irgendwie auch nutzen möchte, um sich selber in irgendeine Richtung zu entwickeln. Das ging mir auch so, gerade in der Jugendzeit. Da hat man sich halt so gekleidet, wie jemand, dessen Eigenschaften man vielleicht gut findet. Und man hat sich dann daran erinnert und war das dann in irgendeiner Weise irgendwie auch. Und ja, das habe ich mir halt so, habe ich mir halt Gedanken gemacht. Und es ist aber leider so, dass man das T-Shirt so nicht bekommen kann. Weil es halt, ja, eben individuell gemacht ist, und ich habe es selber drauf gemalt und so weiter. Aber da ihr ja wisst, dass ich immer bereit bin, mal was auszuprobieren, ja, biete ich jetzt Folgendes an. Und ich sage euch gleich, ich bin nicht der Meinung, dass jeder unbedingt so ein handbemaltes War Spirit T-Shirt haben muss. Und bin ich da jetzt auch nicht entsprechend irgendwie in der Ehre gekränkt und traurig, wenn ich mir diese Arbeit, diese Überlegung, die ich euch jetzt schildere, nach sich zieht, nicht machen muss. Aber ich möchte etwas probieren und werde dies auch nur erstmal einmalig machen, weil es wahrscheinlich, wenn ich das richtig überblicke, sehr viel Arbeit sein wird. Also, dieses Shirt gibt es wie gesagt nur bei diesem einen Shop, wo ich das gekauft habe. Gibt es sicherlich auch woanders, aber es ist halt eben, wenn die Leute fragen, wie möchte ich das T-Shirt haben, also das gibt es bei so einem Händler für spirituelle Kleidung. Das Shirt ist 100% reine Baumwolle und ist nicht irgendwie industriell oder chemisch bearbeitet, und daher ist es auch nicht waschmaschinenfest. Das heißt, es wird immer, eigentlich immer unpraktikabler. Das heißt, ich tue das einfach per Handwäsche waschen. Ich tue das einfach in mein Waschbecken und wasche das einfach so ein bisschen mit der Hand aus, und gut ist. Ja. Aber ich könnte davon natürlich noch ein paar bestellen. Das Problem dabei ist, dass der Mindestbestellwert, um dort einzukaufen, 150 Euro beträgt, weil das ist so ein, ja, spiritueller Großhändler, und ja, da kannst du halt nur für 150 Euro einkaufen, musst halt Gewerbeschein hinschicken und so weiter. Und ja, und dann muss ich ja noch die Textilmalstifte kaufen, um die T-Shirts zu bemalen, weil wenn es das T-Shirt sein soll, wie ich das habe, dann natürlich auch mit demselben Spirit, das heißt dasselbe Stoff, und dass ich mir halt auch die Zeit nehme und ja, jedes einzelne T-Shirt quasi dann noch anzufertigen. Was dann allerdings einiges an Zeit in Anspruch nimmt. Es gibt also zwei Hürden, die dagegen sprechen, ja, dass ihr eben so ein handangefertigtes War Spirit T-Shirt bekommt. Die erste Hürde ist, es müssen 150 Euro an Bestellwert zusammenkommen. Und zwar nur ja, an den Produkten, also an den T-Shirts und was auch immer.
Ich und einige Freundinnen haben in dem Shop damals schon ein paar Sachen gekauft. Also, die haben nicht nur T-Shirts, sondern die haben auch andere Sachen, spirituelle Sachen. Zum Beispiel mein Reisedidgeridoo. Ich weiß gar nicht, wo ich es gerade habe. Aber, naja. Wie dem auch sei, einfach mein Reisedidgeridoo. Das habe ich dort gekauft. Oder eben die Wandteppiche, die ihr hinter mir seht. Ne? Also, den Wandteppich, die ihr immer in den Videos seht. Die habe ich auch dort gekauft. Ich habe Hosen dort gekauft, beziehungsweise Hosen, also eine Hose habe ich dort gekauft. Ich habe meine Umhängetasche, so eine also eine Bauchtasche. Und ja, und natürlich eben auch das Shirt, wo ich diesen War Spirit Baum drauf gemalt habe und das Logo. Und ja, und wenn ihr jetzt dort außer dem Shirt auch noch so einen Wandteppich wie ich haben wollt oder das Reisedidgeridoo, dann könnt ihr das gleich sozusagen mit angeben. Umso schneller sind wir dann bei den 150 Euro, um dann halt überhaupt erstmal die Basis zu haben, um so ein T-Shirt anfertigen zu lassen. Ja? Und wie gesagt, oder halt den Wandteppich. Die Preise, die habe ich in so in Bildern, die tue ich unten verlinken. Die sind übrigens im Vergleich mit Amazon bei allen Produkten, also was ihr sozusagen jetzt hier kaufen könnt, aus diesem Händler, die sind alle viel günstiger als bei Amazon. Also das heißt, ja, BWLer kommt immer durch, kauft bei mir. Aber mir geht es eigentlich nur um die 150 Euro, weil das T-Shirt, also wie gesagt, nur für den T-Shirt glaube ich nicht, dass hier irgendwie ja, 15 Leute so ein T-Shirt haben wollen. Also ich denke mal vielleicht 3-4 Leute oder so. Also es haben glaube ich ja, eben 3-4 Leute bisher gefragt nach dem T-Shirt. Und von daher, mal sehen, ob wir die 150 Euro zusammenbekommen. Für dieses War Spirit T-Shirt, wenn es dann fertig ist, mit dem Textilmalstift und meiner Zeit, würde ich 30 Euro nehmen. So, und der Rest, was ich unten, was ich, ja, was da an Produkten gibt, ich habe jetzt wirklich bloß die ausgewählt, die ich kenne und wo ich zufrieden bin. Also wo ich sage, das ist ein Produkt, das ist in Ordnung und was auch für den Preis in Ordnung ist. Das, wie gesagt, unten verlinkt in der Infobox, da habe ich ein paar Bilder gemacht, da könnt ihr das sehen. Also, das ist jetzt die erste Hürde. Die erste Hürde ist, dass wir diese 150 Euro erreichen, so denn das passiert. Jetzt kommt die zweite Hürde. Es ist halt nicht einfach. Ne? Ich kann das Geld nicht für euch auslegen. Ne? Einfach weil ich es nicht habe zurzeit. Ich habe zurzeit einfach nicht das Geld, um einfach mal 150 Euro vorzustrecken oder noch mehr. Das bedeutet, ich brauche das Geld von euch vor der Bestellung. Und die Bestellung an sich bei diesem Händler, weil das ist jetzt nicht irgendwie Amazon oder sowas, die dauert schon 10 Tage Lieferzeit, bis das ganze Zeug bei mir ist. Und dann muss ich es auch noch bemalen, also die T-Shirts. Und ich habe maximal pro Tag ein T-Shirt. Weil mein Tag ist ganz gut gefüllt, ach, ohne T-Shirts zu bemalen. Und so ein T-Shirt zu bemalen, das dauert halt 1 bis 2 Stunden. Und ja, entsprechend ist da irgendwas zwischen 14 Tagen und 4 Wochen Lieferzeit für euch nach der Bezahlung realistisch. Aber hier geht es auch ja, nicht irgendwie um irgendwie einen Shop und Verkaufen oder sowas. Das hat fern jeglicher Komfortzone in unserer heutigen Zeit, Lieferzeit und Vorkasse und so weiter. Aber mir geht es darum, ich habe zumindest eine Option geschaffen für diejenigen, die sagen, hey, ich will so ein War Spirit T-Shirt haben und ich möchte genau das War Spirit T-Shirt haben wie du. Und ja, das habe ich jetzt geschaffen und wie schon erwähnt, ich bin jetzt nicht so unglücklich, wenn es nicht klappen sollte. Ich habe schon einiges in meinem Leben gemacht, aber so eine große Bestellung für viele machen und das auch dann zu organisieren und dann auch das zu verschicken. Ich muss ja dann jedes Einzelne, der hier irgendwie so einen Wandteppich bestellt hat oder sowas, muss ich dann so Sachen verschicken. Ja, das hört sich alles bis auf das Bemalen, was mir auf jeden Fall Freude bereitet und wo ich auch die Energie immer so reinstecke, was mir total gefällt. Das hört sich alles ziemlich nach Stress an und auch irgendwie nach einem gewissen Risiko. Ich habe mich zwar schon abgesichert in Bezug auf mein Gewerbe, ob ich das überhaupt machen darf. Ne? Das ist ja dann irgendwo eine Einnahme und das halt, das gibt die Gewerbeerweiterung. Das ist kein Thema. Also kann ich machen und auch wenn ich vorher sage, dass es kein Rückgaberecht gibt, kann ich das auch machen und muss halt, weil es halt individuell angefertigt ist, solche Sachen, das geht. Also rechtlich habe ich mich da jetzt schon abgesichert, aber es ist natürlich ja, mega, mega aufwendig, vermute ich mal. Da werde ich auch, wenn ich euch sozusagen die Rechnung stelle, dann auch reinschreiben, dass es eben individuell angefertigt ist, dass eben kein Rückgaberecht existiert und so weiter. Also die volle Dröhnung Absicherung auf meiner Seite, weil es im Endeffekt wirklich, ich versuche einfach dem gerecht zu werden, dass die Menschen, die das möchten, ja, dass die Möglichkeit haben und ja, deswegen habe ich das einfach alles mal so umgesetzt. Also, wenn ihr erstmal Interesse habt,
Dann schaut euch gerne auch nur unten die anderen Sachen an, die ich da gekauft habe und ob ihr da auch was wollt und schickt mir dann eine Mail. Und zwar an die Adresse, die ihr bei mir unter Kanalinfo findet. christiancheckt@gmail.com. Guckt da einfach nochmal genau nach. Kanalinfo und dann geschäftliche Anfragen oder was da steht. Keine Ahnung. Oder Mailadresse anzeigen. Und dann, ja, seht ihr meine Adresse. Dort schickt ihr hin. Erstmal, wo ihr Interesse habt. Damit ich das erstmal alles ja, zusammenfassen kann. Das Shirt hier, das gibt es in M, L und XL. Jetzt fragt mich bitte nicht, wie die Sachen ausfallen oder was. Ich kann euch sagen, das ist XL, ich bin 1,96, wiege 100 Kilo und es passt. Ja, also, ich habe es einmal in der Maschine gewaschen und ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen eingegangen ist. Also, ja, M, L, XL. Und bei den Hosen, die ich unten verlinkt habe, da wird nur unterschieden in Männer und Frauen. Und das ist halt irgendwie Unisex, halt Gummibund. Und beim Rest steht eigentlich immer alles da. Das Material ist immer 100% Baumwolle und ja, sollte alles nicht in der Maschine gewaschen werden, sondern es ist alles Handwäsche. Richtig oldschool. Und ja, nachdem ich die Mails bekommen habe, dann sammle ich erstmal alles und daher bitte noch kein Geld überweisen, sondern ich sammle erstmal alles. Und wenn dann die 150 Euro erreicht sind, Bestellwert bei dem Großhändler, dann würde ich alle wieder anschreiben. Und das dann tatsächlich einmalig umsetzen und dass jeder, der so dieses War Spirit T-Shirt dann haben möchte, auch bekommen kann. Oder halt eben unten diese Produkte. Die Produkte habe ich halt eben nur mit reingenommen, weil ich eben vermute, dass nicht so viele jetzt, sag ich mal, genau dieses War Spirit T-Shirt haben wollen, ja, um dann vielleicht einfach auf die 150 Euro zu kommen. Für den Großhändler. So, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob da was gegangen ist oder nicht. Auf jeden Fall ein interessantes. Ja, Experiment, mal schauen, ob das funktioniert, ob man das einfach so spontan einfach mal so machen kann in größeren Stil. Wie viel Arbeit das ist, das alles zu organisieren und ja, auch dann die Pakete wegzuschaffen. Und aber ich kann mir zumindest nicht nachsagen lassen, dass ich nicht irgendwo eine Option geschaffen habe, dass alle dieses T-Shirt, dieses War Spirit T-Shirt haben wollen, dass die es haben wollen, dass die auch einen haben können. So, und ja, das war das Videothema für heute. Dann schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch ein Waspiratiert haben wollt. Oder schreibt mir einfach eine Mail und wir sehen uns morgen in gewohnter Weise wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.